Nun zu unseren Kämpferinnen. In der roten Ecke die Frau aus Deutschland, Euskirchen. Schön tief. Ihre aktuelle Kampfbilanz: 5 Kämpfe, 4 Siege, davon beide durch 4 durch Knockout. Meine Damen und Herren, begrüßen wir noch einmal Eva Hubmeier. Ihre Gegnerin in der blauen Ecke kommt aus Berlin und ist keine Unbekannte hier in Magdeburg. Ihre Kampfbilanz: 15 Kämpfe, 12 Siege, 3 durch Knockout. Noch einmal ein Riesenapplaus. Hier ist Nina Meintke. Der Ringrichter dieses Kampfes: Andreas Schweiger aus Deutschland. Ich bitte beide Boxerinnen in die Mitte. I would a fair fight. Watch your head, break, stop boxing and step back. Touch us and good luck. Good luck. Ladies and gentlemen, now it's SES Showtime. Beim Wiegen gestern konnten sich beide kaum halten vor Lachen. Die Männer, minutenlange Duelle Auge in Auge, und die beiden haben sich ausgeschüttelt und am Ende es kaum zustande gebracht, ein, so wie es von den Fotografen gefordert wurde, ernsthaftes Bild zu machen. Und auch jetzt am Ende war da wieder ein Grinsen zwischen Nina Meintke und Eva Hubmeier. Respekt vor dieser Nina Meintke. Sie traut sich was. Sie geht raus. Sie war in Dänemark, in Kopenhagen, hat gegen Sarah Marfut geboxt, die auf den Färöerinseln geboren wurden. Die gehören ja zu Dänemark, die lange jetzt schon im Mutterland lebt, sozusagen in Hillerød, ungeschlagen war, und sie wollte dort Weltmeisterin werden im Federgewicht der IBF. Nina Meintke hat 10 Runden wacker gekämpft, am Ende verloren. Sie wird es wieder versuchen, das ist ihr Naturell. Sie ist eine Kämpferin, Nina Meintke. Hier links gegen eben die Eva. Eva Hubmeier, die geboren wurde in Salzburg, aber schon lange in Euskirchen lebt, in Nordrhein-Westfalen. Und für die es hier durchaus schwer werden wird, das ist jetzt schon sichtbar. 9 cm kleiner Eva Hubmeier. Die Stimme, die Sie da hören, ist von Kai Huske. Huske, ehemaliger Weltklasse-Boxer. Er heißt Kriperlin-Aktiv, sein Bruder Falk, ebenfalls mit WM-Medaillen dekoriert, ist der Einzige für Frankfurt Oder. Spann dich, Nina. Hier die Dauer einer Runde nur 2 Minuten bei den Frauen, das wissen Sie. Die erste ganz klar bei Nina Meintke. Ja, ruhig mal lang auf die Leber sehen. Wie fühlst du dich? Fit. Ja? Und über den Jab. Über den Jab. Und was du mal machen kannst, was bei der eigentlich ganz gut funktioniert, halt bist hier und zieh dir mal kurz den linken Haken aufs Kinn. Ja? Ja. Machst du gut. Ja? Lass. Ja, bitte. Noch eine Runde nehmen lassen. Ja? Weiter üben, aus allen Positionen. Bam. Ja? Nina, bam. Tür. Bum. Bam. 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 1-1-2 mit reinnehmen. Ja? Guckst du wieder. So. Ja? Okay. Runde 2. Schön. Immer am Oberkörper. Kurze Schritte, kurze Schritte. Die Füße kuscheln, wenn eine Rechtsauslegerin auf eine Normalauslegerin trifft.
Jetzt ist Lina Meinke, die mit der linken Hand schlägt. Die eher ungewöhnliche Auslage beim Boxen. Kai Huste, der italienische Sportler, analysiert hat und sagt, die sensibelsten überhaupt sind Boxer, brauchen viel Zuspruch, viel positive Energie. Genau deshalb lobt er jede gelungene Aktion. Da hören Sie ihn wieder, ja. Das ist typisch Huste. Die Schlaghaltung von Lina Meinke deutlich besser als die bei ihrer Gegnerin. Schöne, lange, gerade Hände. Die hat Eva Hubmeier so nicht im Repertoire. Ich kann das Gesicht gerade nicht von Hubmeier erkennen, sehe da aber Blut am Hals von Lina Meinke und ich mutmaße mal, dass, und genau so ist es, die Nase auf ist bei Eva Hubmeier. Also Nasenbluten, das ist beim Boxen die leichteste Verletzung. Schon abgewischt. Nichts Besonderes, da sehen Sie nochmal. Jetzt mal machen? Willst du die auch mal ein bisschen ziehen? Mach ziehen, jab, jab, wupp, arm. Mach ruhig deinen rechten Haken nur mit einsetzen, der ist gut. Die ist 10, ne? Also ich nehme schon viel. Ne? Ja, und wenn du zurück ist und sie kommt mal vor, einfach dieses 1-1-2 mal machen. Ja, weil die Mitte ist gut. Und wenn die Mitte zumacht, nicht den linken Haken, sondern den rechten Haken als Aufwärtshaken zum Kopf von der Seite. Ja? Dass du das mal ein bisschen probierst. Ja, auch die zum Körper kommen, schön. Mach die ruhig mit weiter. Die tun weh. Ja? Große Augen bei Lina Meinke auf die Frage ihres Trainers, willst du die auch mal ein bisschen ziehen? Und das meint, dass sie mal rausgehen soll und Eva Hubmeier dann einfach nach vorn kommt, damit sie hineinschlagen kann in die Gegnerin. Das macht sie jetzt hier. Jetzt geht sie zurück. Jetzt wieder. Aber Hubmeier steigt daraufhin nicht wie gewünscht ein. Lina meint, gespürt, sie muss das hier im Vorwärtsgang lösen. Hubmeier, 5 Kämpfe, 4 Siege, alle durch K.O. Schöne, lange Hände, auch die Führungshand am Ende nochmal durch die Doppeldeckung hindurchgesteckt. Das war gut von Lina Meinke. Muss auf die Kopfstöße aufpassen. Die sind jetzt nicht absichtlich von Eva Hubmeier, aber wenn sie da nach vorn fällt, in die Attacke von Meinke hinein, dann kann man leicht erwischt werden. Das kann unter Umständen sogar den nächsten Kampf kosten, wenn da ein dicker Cut entsteht. Also das Lächeln ist vorbei. Auf beiden Seiten, auch bei Eva Hubmeier. Kampf angesetzt auf 6 Runden. Meint gerade schon mehr gesehen und Andreas Schweiger saß
so aus, als wollte er das schon beenden. Dann kam allerdings das Trennkommando von der Seite per Gong. Ist scheißegal, ist nicht unser Ring. Der ganze Ring ist voller Blut. Ist scheißegal, ist nicht unser Ring. Unser Ding. Und unser Ring auch nicht. Hey, vierte Runde. Weißt du, wir kämpfen, ne? Aber da sehen Sie die Spritzer. Die Eva Hubmeier weiß, das ist von mir. Geh rein und mach die Scheißdinger, ne? Wir schaffen uns hier Respekt. Okay? Wird dann nochmal angefeuert, Eva Hubmeier. Sie wirkt nicht ganz so optimistisch wie ihr Trainer. Die Nase muss nochmal gereinigt werden. Und jetzt geht's rein. Hälfte des Kampfes ist um. In jedem Fall. Nina Meinke will jetzt nach Hause. Sehr schön. Ja, schön. Das war das Lob für den Aufwärtshaken mit der Linken. Sie am Ende schön noch nach oben holt. Das ist das mit dem Ziehen. Ein bisschen nach hinten gehen und dann der Aufwärtshaken sehr variabel und gut geschlagen. In den kann Hubmeier nur hinein, wenn sie die Rechte nutzen würde. Das tut sie wenig und Sie sehen, dass die Schläge von Hubmeier eher gewischt sind. Da ist nicht der ganze Körper drin. Die Schlagbewegungen von Nina Meinke deutlich akzentuierter. Steht schön. Und Hubmeier, wenn sie denn mal nach vorn agiert, dann ist der Kopf unten. Das sind dann Glücksfische. Doppeldeckung zu bei Hubmeier. Kondition bei Meinke stimmt, ist natürlich besser ausgebildet. Hat in Berlin-Steglitz ein Fitness-Gym mit ihrem neuen Freund, das sie gemeinsam betreiben. Da führt sie morgens ihre erste Einheit durch. Jetzt Trainer Kai Huste. So, und ruhig mal stehen und mach doch mal diesen kurzen, wieder eine Pratzenmasse. Stell dir vor, das ist eine Pratze. Und da haust du diese Haken mal einfach rein. Aha. Nicht hinten hin, sondern vorne aufs Kinn. Da haust du die Dinger rein. Ja, einfach stehen hier. Und dann haust du die tief von unten, weil dann kann sie den Kopf nicht mehr senken. Haust ja dann manchmal ein bisschen rüber, ne? Die zieht den Kopf tief. Hau den einfach von hier, stehst du da, tschüpp, tief, tief. Immer hier Kinn. Tief hauen. Ja, da triffst du. Ja? Und dann kannst du wieder von. Ja? Und dann kannst du auch wieder ausmachen. Ja? Seconds out, Ring frei, Runde 5. Er weiß, wovon er spricht. Kai Huste. Nina Meinke, die war schon sehr unterwegs auf dieser Welt. Wanderte einst nach England aus, arbeitete in Tamworth. 4.000 Einwohner Städtchen, das ist von Birmingham gelegen, für einen Schrotthändler, hat dort Katalysatoren aufgekauft. Ein Geschäft, das es so in Deutschland bis dahin gar nicht gab. Die haben dann die Katalysatoren auseinandergebaut und in einer Schmelze die Edelmetalle gewonnen, nämlich Platin, Palladium und Rhodium. Damit hat sie sich beschäftigt, die Nina Meinke. Inzwischen will sie eher Gürtel sammeln. Und irgendwann, das bleibt ihr Traum, sie wird immer wieder antreten, einen WM-Gürtel in die Heimat bringen. Sie wohnt in Berlin-Spandau, trainiert beim PSC. Da war so ein Wischer, den ihr Trainer wollte. Haben Sie das gesehen? Die rechte Hand ganz kurz geschlagen. Ja.
also trainiert beim Berliner TSC, das ist im Osten der Stadt. Sie selbst läuft in Spandau. Der Spandauer als solcher fühlt sich wohl mitten in Berlin gelegen, nicht so wirklich der Hauptstadt zugehörig. Und trainiert wird in Berlin, Steglitz, Fitnesseinheiten zumindest. Das ist dann im Südwesten der Stadt. Also hat einen großen Radius, die Nina Meinke. Und auch ihr Boxrepertoire entspricht dem. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Buchmeier ist zäh. Buchmeier verteidigt sich. Und hatte Andreas Schweiger vielleicht schon mal die Idee, diesen Kampf sogar zu beenden. Stehen jetzt die letzten beiden Runden an für Nina Meinke gegen Eva Hubmeier. Da ist wieder ihr Lächeln. Hol schön Luft. Letzte Runde. Hoch, Kopf nach oben. Wir sagen Dankeschön. Last round, touch das. Ja. Von letzten zwei Minuten. Nein. Letzten zwei Minuten. Okay? Letzten zwei Minuten. Wir gehen raus, wir falten. Stumpf aus. Jawoll. Geh mal ab von der Schule. Das ist egal, scheißegal. Komm, noch einen Schluck. Touch Glas. Die hat gedacht, dass sie sich zweite, dritte hat. Ne? Die hat gedacht, dass sie sich zweite, dritte hat. Ja, klar. Komm. Hab Spaß. So macht man das als Trainer. So motiviert man die eigene Sportlerin. Die hat gedacht, dass sie dich hat. Hat sie aber nicht. Und jetzt muss sie nur noch zwei Minuten durch, die Eva Hubmeier. Respekt für diese Leistung. Nach der zärtlichen Umarmung beim Wiegen sind es jetzt knallharte sechs Runden geworden. Und da hat Eva Hubmeier ihre ganze Zähigkeit gezeigt. Klar, dass Nina Meinke hier den vorzeitigen Sieg will. Arbeitet dann mit dem Ellenbogen von der abgewandten Seite von Andreas Schweiger. Das darf sie natürlich nicht. Und Eva Hubmeier, die will jetzt nur noch in die Umarmung. Da ist wieder der Ellenbogen von Meinke. Macht sie mit der von Ringrichter abgewandten Seite. Kann Schweiger so nicht sehen. Und Hubmeier geht nur noch nach vorn in Nina Meinke hinein. Sie müsste raustreten, Nina Meinke, um die Distanz zu finden. Jetzt ein paar Schritte zurück. So wird es ein Dauerclinch, den am Ende Eva Hubmeier natürlich nicht gewinnen kann. Aber ihr Sieg ist hier, über die Runden zu kommen. Schieb sie weg. Das fordert Kai Huste, so wie hier. Aber Hubmeier geht sofort wieder nach vorn. Doppeldeckung in Meinke hinein. Das ist jetzt ein wilder Clinch in dieser sechsten Runde. Hat damit zu tun, dass Eva Hubmeier hier eins will, über die Runden kommen. 10 Sekunden muss sie noch schaffen, die Euskirchnerin. Und jetzt ist sie tatsächlich im Ziel. Oder dem doch nicht. Der Kampf ist aus. Und da lächeln sie wieder beide. So wie es gestern beim Wiegen begann, so endet es heute im Ring mit einem breiten Lächeln von Nina Meinke und Eva Hubmeier. Jetzt sind auch beide Trainer dabei. Ninas Vater, Christian Spandauer, Bauingenieur. Sehr erfolgreich an seinem Metier. Wird sich freuen. Der nächste Sieg ist eingefahren für Nina Meinke, der 13. Sollte natürlich auch der 4. vorzeitige sein. Das ist ihr nicht gelungen in dieser Gewichtsklasse, allerdings im Federgewicht. Ohnehin schwer.
Eber Hubmeier hat sich gewehrt und für eine gelungene Urteilsverkündung wollen sie sich beide erst einmal aus den Handschuhen schälen. Aber jetzt wird es offensichtlich zumindest bei Hubmeier mit Handschuhen gemacht. Sie mögen sich, die Nina und die Eva. Die Buchkarten sind beim Supervisor eingegangen. Da muss noch ein Ringrichter dazwischen. Aber jetzt geht es nochmal zur Siegerehrung. Einstimmig mit 60 zu 54 Punkten und damit Gewinnerin dieses Kampfes. Herzlichen Glückwunsch geht an Nina Moika! Da gibt es nichts zu deuteln. 60 Punkte, das heißt alle Runden bei ihr. Aber die beiden sind in ihrer Innigkeit sehr, sehr sympathisch. Auch so kann es gehen. Direkt in die USA und Kanada, eine der größten Sportler Nina Meinke weltweit. 2,8 Millionen nochmal bei Andreas Schweiger. Magdeburg. Aber den nächsten Menschen, den sie sieht, das ist Sarah von Neuburg. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch, liebe Lila. Oh, ja, komm her. Wir sortieren uns ganz schnell. Herzlichen Glückwunsch und willkommen zurück. Wie fühlt es sich an, zurück zu sein, auch hier in Magdeburg? Ja, super. Ich liebe es sowieso, in Magdeburg zu kämpfen. Hier ist immer so eine gute Stimmung, macht echt Spaß. Richtig so ein familiäres Meeresfeeling. Und es war super schön, wieder im Ring zu sein. Wirklich riesen Respekt an Eva, sie ist so zäh. Echt, also 6 Runden, so stark gekämpft, wirklich. Ja, wir hatten hier gerade einen jungen Kollegen stehen, der hat gesagt, Frauen fallen einfach nicht. Der hatte total großen Respekt. Wir haben Respekt aber auch von dir, dass du so positiv und jetzt mit voller Power zurückgekommen bist. Wie schwer war es denn, sich da wieder aufzurappeln und wirklich zu sagen, jetzt gebe ich wieder Vollgas? Ja, natürlich ist man erstmal ziemlich... down nach so einem verlorenen Kampf, aber andersrum, ich meine, das gehört zum Sport dazu, man gewinnt und man verliert, man kann nicht immer nur gewinnen, Bayern tut das auch nicht und deswegen muss ich sagen, es ist umso schöner, jetzt wieder im Ring zu stehen und es war wichtig, dass wir schnell wieder im Ring sind, damit wir diese Ringroutine auch beibehalten können und unser Ziel ist natürlich immer noch die Weltmeisterschaft und von daher, glaube ich, sind wir wieder auf einem guten Weg. Und wir haben gehört, wir werden dich, wenn alles gut läuft, noch öfter im Ring sehen in diesem Jahr. Du willst in der Ringroutine bleiben. Wir freuen uns sehr drauf. Schön, dass du zurück bist. Das hier ist nochmal dein Applaus aus Magdeburg. Vielen Dank und liebe Grüße an alle.